Liebe Nahelesen, sicherlich spricht der nächste Redner dem einen oder anderen von Ihnen aus der Seele. Egal, wo Sie heute anrufen, bei Versicherungen, bei Banken, bei der Telekom oder der Bahn. In den meisten Fällen landen Sie bei einer Hotline, kreisen in einer Warteschleife und müssen sich dann mit einem Automaten unterhalten. Dann tönt irgendwie die Musik und Sie legen oft einfach auf, weil das alles so lang dauert. Draußen steht nun ein Hotline-Geschädigter. Wollen wir den Reu lassen? Räume du. Ihr kennt das auch, Hotlines, die Welt nicht braucht. Ob Gas, ob Strom, ob Telefon, selbst bei Kommune gibt's das schon. Du rufst doch an, hast eine Frage und hoffst, dein Gegenüber kann was sagen. Doch schnell erkennst du, und das ist Beschiss, dass auf der anderen Seite der Automat nur ist. Bevor du guten Tag gesagt, gibt dir zuvor der Automat und es begrüßt dich, und das ist das Schlimme, meistens eine weibliche Stimme, und erzählt dann zappelot von einem super tollen Angebot. Und du willst das gar nicht hören, hast keine Chance, dich dagegen zu wehren. Jetzt habe ich den Text vergessen. Hast keine Chance, dich dagegen zu wehren, weil der Dorett, ey, wie gesagt, das ist ja nur ein Scheißautomat und schwall dich zu minutenlang, dann geht's noch weiter mit Musik und Gesang. Ah. Ja, dem alten Welt bin das nicht mehr so, oder? Oft kommt's auch vor, dass man sich auf sich rächt, weil zählst die Leitungen werden belegt. Du rufst irgendwo an und bist noch froh. Und das Ganze klingt dann ungefähr so. Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank für Ihren Anruf. Leider sind momentan alle Leitungen belegt. Sie werden sofort mit dem nächsten frei werdenden Platz verbunden. Bitte haben Sie ein wenig Geduld. Dann hockst du da, musst Musik hören. Am Anfang du das noch nicht störe, doch die Momente, das ist wirklich wohl, kommen dir wie Stunde vor. Und die Musik, die wird als schlimme, auf einmal kommen sie wieder, das Frauenzimmer. Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie gewartet haben. Leider sind noch immer alle Leitungen belegt. Sie befinden sich nun auf Platz 18 in der Warteschleife. Sie werden mit dem nächsten frei werdenden Platz sofort verbunden. Bitte haben Sie ein wenig Geduld. So langsam, du dein Blutdruck steige. Die Wut ihren Höhepunkt erreiche, wenn ich schon höre Warteschleife. Ich muss mir böse Worte verkneifen. Doch Achtung, die Musik hört auf. Das erträgst du eigentlich nur im Suff. Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie gewartet haben. Sie befinden sich nun auf Platz 17 in der Warteschleife. Auch wenn Sie nun schon warten seit Stunden, Sie werden wirklich bald verbunden. Bitte haben Sie ein wenig Geduld. Was hast du Geduld, ein Sakrament? Meine Geduld ist jetzt wirklich am Ende und außerdem für alle Dinge, ihr könnt mich bald mal Bälle schicken. Nicht, dass ihr meint, ich steh die Beherrschung verliere. Ich bin die Ruhe selbst beim Telefonieren. Ich sitz ganz ruhig, hab den Hörer am Ohr.
und lauscht der Musik. Hey, die sind doch nicht Chloe. Gerade bin ich wieder so richtig am Kochen. Da wird die Musik abrupt unterbrochen. Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie gewartet haben. Leider sind noch immer alle Leitungen belegt. Sie befinden sich nun auf Platz 11 in der Warteschleife. Sie werden sofort mit dem nächsten frei werdenden Platz verbunden. Bitte haben Sie ein wenig Geduld. Es geschehe wirklich noch Zeichen und Wunder. Die Warteschleife zählt wirklich runter. Doch kann dir es passieren, du bist nach Stunden auf Platz 4 und die süße Stimme flüstert dir. Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie gewartet haben. Unsere Plätze sind leider alle belegt. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal. Weil dies Jahr wird ja viel gewählt, eigentlich eine Hotline 0800 Wahlen fehlt. Das hat den Vorteil, ihr könnt mich verstehen, wir müssen nicht dauernd zum Wahllokal gehen. Herzlich willkommen bei 0800 Wahlen. Drücken Sie einfach die richtigen Zahlen. Wollen Sie wählen, dann drücken Sie 1 oder sagen Sie Ja. Da ich doch angerufen habe, ist das doch eigentlich klar. Nicht wähle, nur Mut, haben Sie Traute. Wenn nicht, dann drücken Sie bitte die Raute. Was ein Quatsch, das hat mir gerade noch gefehlt. Wenn ich nicht wählen wollte, hätte ich die Nummer doch gar nicht gewählt. Entschuldigung, ich habe Sie nicht verstanden. Soll Ihr Stimmzettel ungültig sein, das muss ich Sie fragen, dann müssen Sie deutlich ungültig sagen. Sagen Sie das oder drücken Sie so, wenn ich mal drücken will, dann gehe ich aufs Klo. Wollen Sie SPD wählen aus lauter Not? Dann drücken Sie bitte die 0 oder sagen Sie Rot. Wollen Sie CDU, weil Sie meinen, dass das besser passte? Drücken Sie auch die 0, aber Schwarztaste. So eine Hotline-Wahle, ich glaube, das ist Bluff. Drum habe ich gedacht, lege besser wieder auf. Bitte drücken Sie jetzt eine Taste. Haben Sie Mut? Haben Sie aufgelegt? Dann sagen Sie bitte tut, tut, tut. Doch hat einer erzählt. Aber das sind ja alles Deppe. Es steht jetzt eine Abfrag-Hotline gibbe. Abfrag-Hotline, da kennst du dein Alt jetzt für Schrotte. Das fand ich ganz klar und kriegst sogar noch Geld vor. Wie ich das gehört hab, da war mir klar, da riefst du jetzt auch bei dem BAFA, also Bundesamt für alte Weibe. Das sind schöne Übertreibe. Welche der Vielzahl der Anrufe, Sie fänden das schade, könnte sie nicht persönlich sprechen, ich sollte einen Antrag runterladen. Den sollte ich dann schicken, nur weil die das so wolle, ans Bundesamt für Wirtschaft und Ausführkontrolle. Denen habe ich was gepifft, als hätte die zu kontrollieren, in welcher Wirtschaft ich meine Frau ausführe. Ich hatte dann kein ruhig Idiot und hab den Antrag downgeloadet. Aus dem World Wide Web. Alles Englisch, mehr Depp.
ich will ja wirklich hier nicht hetzen, aber müssen wir dann alles in Englisch schwätzen? Da lobe ich mir, wenn jemand vom Nagelstudio redet, denn der meint den Puff, ich was geliebt. Wähle 0800 irgendwas, dann kriegst du meistens richtig Spaß. Denn das ist so, ich will jetzt nicht hetzen, als täsch du mir Ochs ins Hornenäupetze. Zum Beispiel 0800 Wasserschade. Du riefst dort, oh, bist schon geladen, weil samstags. Du tust gerade die Sportschau gucke, willst in Ruhe eine Bierche schlucke, schickst deine Frau in die Kelle, dir eine Fläschchen zu holen. Da fängt sie plötzlich an zu johlen. Ey, Schatz, komm schnell, das ist kein Spaß. Im Keller ist schon alles nass. Aus der Leitung an der Decke mit dem kleinen Regal kommt der riesige Wasserstrahl. Also nehme ich das Telefon. Und am Wählton höre ich schon. Herzlich willkommen bei 0800 Wasserschaden. Auch möchte ich herzlich einladen, Sie können uns auch im Internet finden, um dort Ihre Wünsche vorzubringen. Ich hab keinen Wunsch, ihr Superhelde, ich will eine Wasserschade melden und hoffe, dass bald mal einer kommt, bevor das Wohnung durch die Möbel... Durch das Was meinen Sie, ob das Publikum aufmerksam ist? Das haben Sie ja eben gemerkt, ich habe das mitgekriegt. Doch nun zum Grund Ihres Anrufs zurück. Wählen Sie bitte aus oder drücken Sie die entsprechenden Tasten. Haben Sie einen Wasserschaden, dann sagen Sie bitte ja. Oder drücken Sie die Taste 1. Oder sagen Sie nein und drücken Sie die Taste 2. Eins. Sag ich ganz kurz und knapp. Oder was meinst du dann, warum ich angerufen hab? Entschuldigung, ich habe Sie nicht verstanden. Bitte, bitte sagen Sie deutlich ja, wenn Sie einen Wasserschaden haben, oder drücken Sie die Taste 1. Andernfalls sagen Sie bitte nein oder drücken die Taste 2. Ein Sakrament bist du dann, mehr Schugge? Ich will endlich wieder Sportschau gucken. Entschuldigung, es ist Ihnen hoffentlich klar, dass das keine eindeutige Antwort nicht war. Bei Wasserschaden sagen Sie bitte ja oder drücken die Taste 1. Ja. Also, das finde ich aber Chloe. Bei Ihnen liegt also ein Wasserschaden vor. Ist der Wasserschaden in der Wohnung, von der Sie gerade anrufen, dann antworten. Dann antworten Sie bitte mit ja oder drücken auf Ihrem Telefonkaste einfach die 1, also die entsprechende Taste. Meine Frau wollte im Keller eine Fläschchen Flasche Bier holen und fing auf einmal an zu johlen. Jetzt hockt die da ohne und kommt nicht mehr ruf und drückt mit dem Daumen aufs Wasserrohr drauf. Entschuldigung, ich habe Sie nicht verstanden. Handelt es sich um Ihre eigene Frau, dann antworten Sie bitte mit ja.
ist Englisch, wie jeder weiß. Also heißt Hotline-Nummer, die Nummer ist heiß. Doch nicht jede Hotline, die man wählt, automatisch zu der Heiße zählt. Doch ganz schön heißes Werkern wählst du die Hotline 0800 auf mich an. Im privaten Fernsehen siehst du Mädchen fast wie Gott sie schuf. Nur aus Neugier habe ich doch mal angerufen. Hallo, bei 0800 Freudenhaus. Ruf mich an, such dir eine aus. Suchen Sie einen virtuellen Begleiter, dann drücken Sie 6 oder sagen Sie weiter. Man ist ja schon ein bisschen geniert. Weiter! Beide, habe ich gesagt, das werde mal probiert. Sind Sie ein harter Typ wie Wolfgang Heinz? Sind Sie ein harter Typ wie Wolfgang Heinz? Dann drücken Sie bitte die Taste oder sagen Sie 1. Woher weiß die dann mein Name? Weil das wird ja heute. Andernfalls sagen Sie bitte weiter. Ist Ihnen Zärtlichkeit nicht einerlei? Drücken Sie die Taste oder sagen Sie 2. Ja, eigentlich schon, aber Entschuldigung, Sie haben keine Auswahl getroffen. Sind Sie eher schüchtern und wollen erst die Mama fragen? Dann müssen Sie jetzt die 3 oder Mama sagen. Um Himmels Wille, das habe ich vergessen zu sagen. Die Mama darf das nicht erfahren. Sie müssen sich nun für eine Nummer entscheiden. Sagen Sie bitte 1, 2 oder 3. Also gut, dann sage ich 1, 2 oder 3. Was man bei uns noch nicht erreichte, und das passt jetzt gut zum vorherigen Thema, eine Hotline 0800 Beichte. Dort rufst du an, welch wie immer eine Nummer, und es meldet sich der Beichtomat und fragt nach deinem Kummer. Grüß Gott bei 0800 Beichte. Leider sind unsere virtuellen Beichtstühle momentan alle besetzt. Bitte nutzen Sie die Zeit, bis wir beginnen, um sich noch einmal zu besinnen. Bei sakraler Musik kannst du dann überlegen, willst du wirklich beichten gehen? Herzlich willkommen beim virtuellen Beichtstuhl, mein Sohn. Nun sag mir deine Sünden schon. Ei, ich tue das noch gar nicht so richtig durchblicke. Was muss ich dann da für Taste drücken? Ich kenne zwar die 10 Gebote und weiß, wie die gehen. Bitte drücken Sie eine Taste zwischen 1 und der 10. Da habe ich 4-mal die 6 gedrückt. Da wurde der Beichtomat verrückt. 4 mal 6,
scheint übertrieben. Wie sieht's denn aus mit Taste 7? Was der alles weiß, der hat mich durchschaut, nur weil ich meine Kinder die Gummibärchen geklaut. Ego te absolvo, mein Sohn, spricht der Beichtomat mit ganz ruhigem Ton. Es sei dir verziehen im Namen des Herrn. Und drück zum Empfang deiner Buse die Taste mit Stern. Was es heute so alles gibt, da wärst du verrückt. Also ich hab dann schnell die Taste mit dem Stern gedrückt. Bitte haben Sie ein wenig Geduld. Ihre Buse wird gerade ermittelt. Jetzt hockst du da, das Gewisse dich quält, weil du dem Beichtomat gar nicht alles erzählt. Und wieder gibt Sakralmusik, das läuft dir eiskalt über den Buckel bis in Nuffer ans Knick und auf einmal spricht, wie ich das Deutel, der virtuelle Klingelbeutel. Die Buse erlöst dich von deinem Kummer. Nun tipp schnell ein dein Kondonummer. Für 4 mal 6 und 1 mal 7, einmal hast du auch geflucht, das macht 76 Piepen, die werden dir jetzt abgebucht. Für mich nur eine Hotline zählt, drum habe ich gern die 11 gewählt. Hotline 0800 schwarze 11, da rufe ich laut, Gott, Jogus, helf. Da gibt's keine Automate, da ist alles live. Vielleicht auch manches fernsehreif, Spaß und Frohsinn nur brilliert, da seid ihr niemals angeschmiert. Wenn ihr die Hotline wählt, dann seid ihr schlau. Wählt weiter die 11, macht's gut und hell out. Dieser Vortrag verdient eine Rakete. Strophe 1, Strophe 2 und Strophe 3. Strophe 1, Strophe 2, Strophe 3. Strophe 1, Strophe 2, Strophe 3. Ja, er versteht es immer wieder, uns alle in den Bann zu ziehen und die Stimmung auf den Höhepunkt zu bringen. Das war heute wieder ein Kracher. Er ist die Nummer 1 zwischen Bingen und Mainz. Unser Präsident Wolfgang Heinz. Ja, lieber Wolfgang, hab herzlichen Dank für diesen super Vortrag. Wir haben auch im literarischen Ausschuss schon wirklich fürchterlich gelacht. Ich glaube, seit 20 Jahren haben wir so nicht die Tränen in den Augen gestanden. Vielen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz bei der Schwarze Elf, gerade auch noch in diesem Jahr, wo wir federführend sind. Seit vielen Jahren ein Garant bei der Schwarzen Elf und bei der Binger Fasnacht. Ich denke, er hat noch einmal einen besonderen Applaus verdient. Den Orden hast du ja schon und ein Fläschchen Wein, das lassen wir hier oben stehen. Komm nun wieder herauf und übernimm das Zepter.
Und wer noch die Nummer für die Abwrackprämie braucht, der kann sich natürlich hier oben bei uns nachher melden. So, stimmen Sie mit mir ein auf unseren Wolfgang, die Schwarze Elf und die Binger Fasnacht. Ein dreifach donnerndes Hello! 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 Ausmarsch bitte!